Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran das super spannende, awesome Monopoly am NES. Warum sollte man Monopoly spielen, fragt euch wahrscheinlich, aber die wahre Frage ist, warum sollte man nicht Monopoly spielen am NES? Egal, wie auch immer. Weiter geht's Monopoly. Monopoly auf dem NES. Extra für euch. Wie viele Spieler? Kann ich das gar nicht alleine spielen oder was? 8, 2. Ich kann Monopoly am NES nicht alleine spielen, Leute. Muss mich nochmal überprüfen. Ein Reset hier nochmal. Gibt das wirklich nicht alleine? Nein. Da muss ich mir einen virtuellen Freund anlegen. Okay. Ach so. Okay, ich kann da den virtuellen Freund als Computer machen. Na, da möchte ich natürlich schon mehr Freunde haben. Wenn es virtuelle Freunde gibt. Ja, nochmal einen harten Reset. Und weiter geht's. Ja, ihr seht, ich spiele das zum ersten Mal am NES. Ihr kriegt also wie immer oder wie so oft den allerersten Eindruck von dem Game. Genauso wie ich es eben zum ersten Mal erlebe. Okay, Player One is human. Mensch. Das ist der gute alte Rob. So einen Hut auswählen. Eine Spielfigur auswählen. Ich nehme den Hot Rod. Das ist das schnelle Auto. Spieler 2 ist der Computer. Und das ist der Arthur. Was sind denn das für Bilder? Leute. Wieso sind das nur alte Menschen? Was zum... Okay, ich nehme trotzdem meinen Arthur. Spieler 3, nicht Mensch. Ach, kann ich irgendwie zurückgehen? Ich will da wieder zurückgehen. Verdammt, geht nicht. Nochmal resetten. Wieso kann ich da nicht zurückgehen? Cool bleiben. Immer schön cool bleiben. Gott, man kann nicht zurückgehen. Drei Spieler nochmal. Der erste Spieler ist Human, das bin ich. Das ist der gute alte Rob. Rob, okay. Ich nehme das Rennauto wieder. Sehr gut. Dann Spieler 2 ist Computer, der Arthur. Und Spieler 3 ist auch Computer. Und das ist die Gertrude. Leute, was geht denn euch? Was habt ihr für Namen? Verdammt. Wieso Gertrude? Press A to play. Sorry an alle Zuseher, die Gertrude heißen. Aber es ist einfach ein ungewöhnlicher Name. Zumindest 2019. Da ist es ein ungewöhnlicher Name. Dass jemand Gertrude heißt. Press A to start the game. Ja. Okay. Arthur startet. Er würfelt. Und hat schon gekauft. Okay. Der fährt irgendwie. Hä? Es geht furchtbar schnell, Leute. Wahnsinn. Komm ich jetzt? Jetzt bin ich dran. Okay, was muss ich machen? A drücken, würfeln. Würfeln ist einfach nur A drücken, okay. Und instant mal ins Gefängnis, verdammt, was soll das? Mit dem ersten Mal würfeln ins Gefängnis? Das ist doch schwach. Kostenloses Parken. Das wird eine spannende Folge, Leute. Wow, ich sehe schon, die wird richtig spannend. Ihr solltet auf gar keinen Fall abschalten. Wow, da wird sich noch richtig abspielen hier bei Monopoly. Niemand weiß, wer gewinnen wird. Vor allem ich nicht. Und ich bin wieder dran mit Würfeln anscheinend. Und es geht weiter in die New York Avenue. Und hier kann ich irgendwas, kann ich hier machen? Ein Ball.
Okay. Okay, ich möchte sie kaufen. Ich kaufe. Gekauft, sehr gut. Ich habe schon mal was gekauft. Na bitte. Ich kaufe wie immer bei Monopoly. Was geht? Das ist immer meine Strategie. Kaufen, was geht. Was nicht geht, wird auch gekauft. Und dann wird wieder verkauft, weil nichts mehr geht. Oh Mann, Monopoly am Ende ist. Warum? Warum? Oh Mann, das ist wieder mal so ein Video, was sich niemand ansehen wird. Aus Gründen. Aus Gründen. So. Statue geht ordentlich vorwärts. Oh je, da kommt jemand ins Gefängnis. Sprachausgabe. Puh. Sprachausgabe. Und das bei Monopoly am NES. Dass ich es noch rauskriege. So. Richtig gut gewürfelt. Kann ich das kaufen? Ja, ich würde gehen kaufen. Sehr gut. Alles wird gekauft. Das ist ja. Ui, da wird. Das Gebäude frisst ja richtig Geld, Leute. Was ist hier? Die Animationen sind aber nicht schlecht. Also, für die Animationen haben sie nicht lumpen lassen. Ich meine, das Spiel bietet ja sonst kaum was. Aber schaut euch mal diese Animationen an. Das ist so wirr. Okay. Hat das ja da. Ich weiß nicht, ich verstehe es auch heute nicht, warum man Monopoly im Computer spielt. Wenn ihr große Monopoly-Fans seid, schreibt mir mal, warum zockt ihr das am Computer? Monopoly am NES echt jetzt so? Oder generell? Ich glaube, es gibt es ja für die Switch auch und für die anderen Konsolen. Ja, immer schön kaufen, kaufen, kaufen. Ich drücke eigentlich nur A die ganze Zeit. A fürs Würfeln, A fürs Kaufen. Aha, jetzt passiert irgendwas. Es geht dann ganz schön schnell. Ich muss jetzt irgendwas machen. Was passiert hier? New York Avenue, Cash 0, Offer. Cash 0. Kann ich jetzt da rumhüpfen und was kaufen? Kann ich nicht einfach irgendwie rausgehen? Wenn ich da auf Yes gehe, was passiert dann? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen Plan. Vielleicht kommt die Kasse und frisst jetzt Geld. Wieso frisst die Kasse jetzt das Geld hier? So, ich würfel. Hoffentlich gut. Und ich muss jetzt zahlen. Oder? Wieso musste ich jetzt zahlen? Gehört das schon wem oder was? Warum wird das nicht am Plan angezeichnet, dass das irgendwie gekauft hat? Ist doch doof. Sieht man gar keinen Fortschritt so. Ne, der kauft natürlich auch ohne Ende. Ich möchte eigentlich nicht handeln. No. Jetzt habe ich es gleich richtig gemacht. Nicht handeln. Tschüss. Baba. Und auf Wiedersehen. So. Ah, Zug. Nein, Zug ist schlecht anscheinend. Zug ist schlecht. 200 Euro zahlen müssen. Habe ich den Zug nicht gekauft anscheinend. Okay. Schon eine Weile her, dass ich Monopoly gespielt habe, aber mit Zügen? War bei meinem Monopoly jemals irgendwo ein Zug? Ich glaube nicht.
Boah. Gut, die 10 Minuten sind aber schon um. Leute, die 10 Minuten sind eigentlich schon um. Also ich könnte eigentlich jetzt aufhören, meine Lebenszeit mit Monopoly zu verschwenden. Weil, sorry. Nein, einfach. Einfach nein. Wenn ich ein Brettspiel spielen will, spiele ich ein Brettspiel. Aber das macht irgendwie so überhaupt keinen Sinn, vor allem am NES. Wieso? Ich habe Monopoly zu Hause, ich spiele Monopoly mit meinen Freunden. Ich habe keine Freunde, spiele ich nicht Monopoly, sondern irgendein gescheites Spiel. Also, wieso? Wieso Monopoly am NES? Hat sich das wirklich jemand gekauft? Leute, wenn ihr damals Monopoly am NES hattet und das Video bis hierher gesehen habt, äußerst unwahrscheinlich, dann bitte haut mal rein in die Kommentare. Warum eigentlich Monopoly am NES? Wieso? Wieso? Ich würde es gern verstehen. Damit man es auch endlich mal alleine üben kann, gegen den Computer oder so. Und dann die Freunde in den Sack haut. Na, ich glaube, so funktioniert das nicht. Nein, Leute, ich lasse das. Also, puh, Monopoly am NES, da bin ich echt raus. Mag eine gute Umsetzung sein oder auch nicht, ist mir egal. Ist mir einfach egal. Es ist Monopoly am NES. So, sorry, Leute, ich bin raus. Der Hammer haut das Haus nieder. Ah, ja, okay. Schnell Schluss machen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr auf die Playlist schauen. Schon über 360 NES-Games gezockt. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, über Kommentare und natürlich über ein Abo, falls ihr mehr sehen wolltet. Regelmäßig neue NES-Games in euer YouTube-Postfach. Ciao, ciao und bis bald.